Hi Lotte. Hi Lotte, meinte ich. Hier noch eine kleine Spielerei, die ich mal so nebenbei gemacht habe. Und zwar eine Grafik auf Textbasis. Also wie ihr seht, ist das hier ein ganz normaler Textchat. Das hat jetzt eine Auflösung von 102x40. Das ist eine Standardgröße moderner Terminals. Und würde zum Beispiel auch auf dem Raspberry Pi, also auf dem Rednest Server, so laufen. Und das ist, da das reines ASCII ist, kann man natürlich damit keine Grafik machen, denkt man. Gibt aber eine Möglichkeit. Und zwar gibt es einen Font für Blinde, der nennt sich Bray. Und das ist dieser Font hier. Und wie ihr seht, sind die Bray-Zeichen 8 mal, also 4 mal 2, das sind also insgesamt 8 Bit, die gesetzt sind. Hier unten seht ihr irgendwie also wenn alles gesetzt ist, und hier oben, wenn gar nichts gesetzt ist, und dazwischen sind dann irgendwie halt unterschiedliche viele gesetzt. Wenn man diesen Font benutzt und mit diesem Font sozusagen schreibt, das ist ein Unicode-Font, dann kann man so eine Art Grafik herstellen. Und das will ich jetzt mal zeigen. Also erstmal ein kleiner Basic-Test, dass das überhaupt funktioniert. Wie man sieht, das funktioniert. Das Programm dafür ist denkbar einfach. Ich zeige das einmal kurz. Ich hole mir die Drawville Library. Also das ist die Drawville Library ist von einem anderen Typen gemacht. Ich weiß nicht, der ist schon ein bisschen älter jetzt, das Projekt, glaube ich. Und er hat das portiert von Lua auf. Also er hat das gewandelt, er ist weggegangen von Lua und ist zu Python gegangen und ist damit natürlich so ungefähr 300 Mal langsamer geworden. Nicht in allen Sachen, aber in einigen kritischen Sachen ist er sehr viel langsamer geworden. Ich habe mal seinen alten Python-Code genommen, habe eigentlich alles umgesetzt, was im modernen Python ist, habe es in Lua umgesetzt und habe das alles wieder zum Laufen gebracht. Das mit einer modernen Art und Weise, wie man Lua programmiert und auch schön schnell. Und hier sieht man jetzt irgendwie hier im Prinzip, ich öffne einfach nur hier oben die Drawville Library, mache den Random Generator mit der aktuellen Zeit, mache hier den Canvas auf, das ist praktisch irgendwie so eine, ein Canvas ist ein Zeichen, also praktisch ein Bitfeld sozusagen, worauf man zeichnen kann. Dann sage ich, Terminal Colors setze ich, das ist irgendwie eine Sache, die man dann machen kann. Und schreibe. Ach, das ist die erste Ausgabe praktisch ohne besondere Sachen. Und zwar, ich schreibe. Was? Print in your terminal color? Was habe ich denn hier gemacht? Nee, das ist genau. Das ist das. Das heißt, in der normalen Standardfarbe wird das gesetzt. Und hier setze ich im Prinzip einen Sinus. Hier sieht man den Sinus und lasse den hier einmal durchlaufen. Und dann hier wird er gedruckt. Das heißt, hier mache ich wie, das ist ein einfacher String, der irgendwie dann ausgegeben wird mit dem Print. Das heißt, C ist mein Canvas und Frame heißt sozusagen, drucke diesen ganzen Frame. Das ist sozusagen die erste Sinuswelle, die man dort sieht. Die zweite Sinus, dann mache ich das, dann cleare ich diesen Canvas wieder. Schalte die Escape kurz an. Sag also jetzt, ab jetzt will ich auch mit Farben schreiben. Und dann setze ich hier die und dann wird irgendwie das in der Standardfarbe. Das heißt, das ist das erste sozusagen in der Hintergrundfarbe, in der normalen Standardfarbe. Das zweite ist jetzt in einer etwas, also in der Standardfarbe des Terminals. Ich gehe nochmal raus, zeige das nochmal. Ihr seht, das ist eine andere Farbe. Das zweite ist nämlich deutlich, ist nämlich in einem krassen Weiß. Ja. So, das habe ich dann hier so gemacht und eigentlich genau dasselbe gemacht, bloß ich habe die Kosinuskurve gedruckt statt der Sinuskurve. Und hier hinten drucke ich wieder den Frame. Und hier läuft es irgendwie darauf hinaus, dass ich irgendwie dasselbe mache, bloß dass ich jetzt RGB, das heißt, ich nehme richtig drei Farben und setze die Farben hier rein und dann mache ich die bunte Kurve. Ich drucke hier wieder einen Sinus und das ist eigentlich alles. Und drucke danach außerdem noch einen Text, wie man hier sieht. Dies ist ein Text mitten rein, irgendwie in der Mitte von der Kurve, an 15 Zeichen verschoben, und nee, 15 Bit verschoben und. Ne, das sind sogar Zeichen, Bit. Oh, weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, es sind Bit. Ja, 15 Bit verschoben, irgendwie vom linken Rand.
Und da seht ihr, dies ist ein Test, das heißt, man kann sogar einen Text über den Kram schreiben. Und das ist eigentlich auch hier hinten in 255, also in weiß, will ich das schreiben. Ah, genau, das hat er gemacht. Über diese farbigen Sachen drüber. So, dann kann man sagen, okay, ich kann ja mal sehen, ob das irgendwie überhaupt funktioniert hier. Random Colors. Also wie schnell ist das Ding? Das geht eigentlich ganz fix, wie man sieht. Ich kann mir natürlich auch hier die das Programm Random Color ist auch denkbar einfach. Das ist also eine Dauerschleife, die läuft. Ich habe mal hier wieder einen neuen Canvas. Das habe ich ganz neu gemacht. Das würde jetzt auch so funktionieren. Dieses New braucht man da nicht hinter. Holen wir hier praktisch, also für die, soweit die, also praktisch die Width ist praktisch die, die Breite, die Height ist die Höhe und dann schreibe ich einmal über die gesamte Breite, über die gesamte Höhe den, diese Zufallsdinger rein und wie viel ist die große Höhe und die Breite, die habe ich hier oben gesetzt, die habe ich mir geholt von Curses, das ist praktisch die zweite Library, die ich benutze. Also hierfür brauche ich jetzt die Drawville und die Curses. Und hole mir außerdem die setLocal, das brauche ich damit diese, das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, sonst könnt ihr diese Braid-Zeichen nicht schreiben. Also das ist irgendwie eine der wichtigen Sachen. Ansonsten würde er nämlich nur ASCII-Zeichen zulassen, wenn man setLocal sagt, eigentlich müsste es DE, DE, UTF-8 sein. Das heißt, das ist eigentlich dann DE. DE.UTF8, das ist eigentlich das, was es sein sollte, aber man kann es auch einfach so schreiben. Der nimmt da Default, das ist bei mir jetzt geschaltet. So, das ist mit Curses ein bisschen aufwendiger, wie ihr seht. Das ist ja irgendwie das Setup, damit das funktioniert. Das ist im Prinzip so eine Art Oberfläche, mit der man dann arbeiten kann. Und diese, das ist ja praktisch nicht nur einfach Textausgabe, sondern dass dieser ganze Textscreen eigentlich wie eine, wie ein Grafikscreen läuft. Hier unten mache ich eine Tastaturabfrage sogar und sage, okay, wenn eine Tastatur Taste gedrückt ist, dann und die Taste ist Q, dann brich ab, ansonsten lauf weiter. So, ich starte ihn nochmal. Ja, indem ich vielleicht Q drücke, gehe ich raus. Okay, so, dann haben wir. Ich mache irgendwie den Curses-Test, das ist praktisch irgendwie einer der kleinen Tests, die checken, ob euer Terminal vernünftig funktioniert. Also hier sind 256 Farben. Das ist mehr oder weniger die Routine, die er irgendwie damals geschrieben hat und die ich nur ein bisschen minimal angepasst habe und verbessert habe. Und da ist jetzt nichts Großartiges drin. Das Entscheidende und Wichtige war das setLocal hier oben. Das, wenn das nicht drin ist, dann ging diese ganze Routine nicht. Und das war bei ihm der Fall. Und deswegen sollte das niemals funktioniert haben bei ihm. So, dann wollen wir mal sehen. Dann haben wir hier Line. Das ist praktisch irgendwie dasselbe, dass man irgendwie halt, ich habe da irgendwie etliche Routinen umgesetzt, wie zum Beispiel irgendwie Linien zeichnen. Ich habe umgesetzt Ellipsen zeichnen. Also Kreise zeichnen, das funktioniert also auch wunderbar. Wie ihr seht, irgendwie immer mit diesem Text, den man da oben reinschreibt. Und Polygone kann ich schreiben. So, das ist auch noch eine Sache, die ich reingepackt habe. Das heißt, hier kann man Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, ich glaube, er zeichnet bis 20 Ecke und das ist es dann. Also ich sehe dann aus wie Kreise hier, aber ja. So, okay. Das funktioniert auch schön in bunt, wie man sieht. Das geht auch sehr, sehr schön. Und die Routinen sind eigentlich alle mehr oder weniger dieselben. Und das hier oben immer dieser Setup für das Curses, das ist immer dasselbe. Ich hole mir hier oben, wie gesagt, den Kram immer raus, alles gut. Dann mache ich hier unten meine Farben, setze ich und dann geht das eigentlich los hier. Ne? Das heißt, das Ding hier ist wieder Quark, das braucht man so nicht, das geht in der Zwischenzeit so. So, ich glaube eigentlich müsste dieses Ding hier auch raus, aber das habe ich irgendwie probiert. Hier müsste es eigentlich nicht while true sein, sondern repeat until false. Das ist eigentlich eher das, was ich schreibe, aber er hatte das so geschrieben. Ich habe das einfach übernommen, alles gut. Wie ihr seht, es gibt hier eine, also praktisch um Line zu zeichnen, habe ich praktisch in diesem Canvas, das C ist hier mein Canvas, den habe ich mir hier oben geholt. Na, das war Canvas, das C. Da habe ich mir praktisch irgendwie so eine Line von X, Y, also von Punkt 1 nach Punkt 2.
Und er gibt dann irgendwie immer Koordinaten aus. Dafür habe ich einen Bresnahan-Algorithmus umgesetzt, der irgendwie in dieser Canvas, in dieser Draw-Library drin ist. Das hatte er auch nicht drin. Da hatte er irgendeinen anderen Quatsch genommen. Ich habe keine Ahnung, warum er nicht den Bresnahan genommen hat. Der ist auf jeden Fall wesentlich schneller, als das, was er gemacht hat. Er hat permanent multipliziert. Das ist eine uralte Weisheit. Die Sache ist die, ich habe diesen Kram damals schon auf dem C64 gemacht. Und da hatte ich irgendwie eine Auflösung von 320 mal 200. Und auf diesem Screen hier habe ich jetzt ungefähr dasselbe wie damals. Das heißt, wir haben 102 Zeichen mal 2. Das heißt, wir haben 204 Pixel auf der X-Achse und wir haben 40 Zeichen auf der Y-Achse mal 4, also 80 auf der Y-Achse. Das ist ungefähr die Grafik von einem C64. Allerdings mit mehr Farben. Also hier haben wir 256 Farben. Und das Schöne ist, es läuft natürlich auch über Terminal, auch auf dem Raspberry Pi. Ich zeige das gleich nochmal. Aber ich bin ja noch nicht fertig mit dem Kram. Also das könnt ihr euch angucken. Es liegt alles auf dem Server. Und hier haben wir dann also den Rotating Cube. Das ist natürlich irgendwie. Also erstmal, bevor wir. Nehmen wir erstmal die Turtle-Grafik. Turtle-Grafik habe ich umgesetzt. Das heißt, da kann man dann irgendwie zum Beispiel irgendwie so typische Turtle-Grafik zeichnen. Das ist super, super einfach, das Programm. Wenn man es schreibt, also du hast man nimmt einen Stift, also nichts weiter als der Canvas. Hier schreibe ich also tatsächlich nicht auf Incursus, sondern einfach direkt in den Frame, also praktisch nur in den Frame-Buffer und printe das aus, also praktisch so wie eine Grafik, wie man kann praktisch eine Grafik erzeugen, ohne sie jetzt mit diesem ganzen Cursus-Kram, das ist nur, wenn es interaktiv sein soll. Zum Beispiel in 3D, also sowas wie Elite könnte man programmieren oder man könnte irgendwie durch ein 3D-Maze laufen oder so und das auf dem Server für alle irgendwie als Game oder so. Naja, jedenfalls, hier habe ich nichts weiter gemacht als, also ich habe praktisch den Canvas neu gemacht, das kann ich wieder ändern, alles Quark hier. Und da kann ich dann sagen, ich gehe nach rechts, gehe praktisch immer um 10 Grad nach rechts. Das ist jetzt dieses Turtle-Grafik, da müsst ihr nachgucken. Das gibt es praktisch so für Kinder oder für Jugendliche. Damals in den 80ern gab es die Sprache Logo und die hatte praktisch so eine Schildkröte, die man über den Bildschirm bewegen konnte. Und das ist im Prinzip genau dasselbe. Wenn man rechts, links drehen um so und so viel Grad, man kann sich vorwärts bewegen, ist hier irgendwie vorwärts bewegen um 6 Pixel, nach rechts gehen um 10 Grad und immer weitergehen und dann sieht man das da und am Schluss printe ich diesen Frame. Wenn ich das jetzt mal kleiner mache, sagen wir mal irgendwie statt 6 nehme ich nur 5, dann wird die ganze Grafik nachher kleiner. Also momentan habe ich das so gemacht, jetzt mache ich das nochmal. Wups, ist es gleich kleiner. Ja? Also das ist dann irgendwie relativ klar. So, und da kann man irgendwie sagen, okay, da kann man alle möglichen interessanten Grafiken machen. Darum werde ich das werde ich auch noch ein bisschen ausbauen, weil ich da irgendwie ein paar hübsche Ideen für habe. Aber das ist so eine andere Sache. So, dann wollen wir mal gucken. Das letzte, was ich habe, ist ein Rotating Cube. Das heißt, irgendwie, ich habe 3D programmiert damit. Das geht auch. Das heißt, hier kann man sehen, hier läuft der einfache. Das ist eine Zentralprojektion. Das heißt, man sieht keine perspektivische Verzerrung, sondern es ist einfach nur gerade auf den Hintergrund gebracht. Und man kann das natürlich auch mit einer, also mit einer nicht einer zentralen, sondern einer perspektivischen Projektion machen. Und dann sieht das so aus. Dafür habe ich eine weitere Label geschrieben, die heißt sich Point 3D heißt sie. Das hatte er auch alles anders gemacht und er hat das. Das habe ich jetzt. Das ist eine einfache Library, die habe ich im Prinzip so übernommen. Da arbeite ich demnächst, mache ich das wesentlich besser. Ich arbeite das demnächst mit Quaternions, wie es wirklich funktioniert. Das sollte aber erstmal als Demo reichen, dass es auch schnell genug ist. So, dass das auch schnell genug ist, also wir gucken uns das mal kurz an, wie dieses Rotating Cube, wie das Ding aussieht. Also hier oben haben wir, wie immer, den Canvas habe ich geholt, ich habe diese Point 3D Library geholt, Cursors geholt, Sätze, das ist nicht mehr nötig. Ich mache mein Cursors fertig, das geht bis hier. Setze, sag meine Punkte von meinem Würfel. Das sind natürlich oben 4 und unten 4 Punkte, also 8 Punkte insgesamt. Das ist das, was man hier hat. 20 von der Kantenlänge sieht man, nee, 40 von der Kantenlänge, also plus minus 40. Faces gibt es natürlich 6. Das heißt, hier sehen immer der Punkt 1 verbunden mit Punkt 2, Punkt mit 3, Punkt mit 4. Das ist die erste Fläche und davon haben wir 6, was ein Würfel ist.
Dann haben wir ShowCube, das ist praktisch hier unten haben wir den Aufruf davon, ob das eine Zentralprojektion ist oder nicht. Das ist praktisch einfach das Flag. Dann gehe ich irgendwie in ShowCube, gehen wir wieder nach oben. ShowCube, das ist praktisch schon mal eine Routine, wo ich das laufen lasse. Mehr oder weniger haben wir hier eine Repeat-Antenna-Schleife, wo das Ganze durchläuft, wie man sieht. Wir haben hier die Vertices, die durchlaufen. Die werden dann entsprechend, werden also die ganzen Punkte werden hier rotiert. X, Y und Z, das macht man eigentlich anders, aber ich habe das erstmal so übernommen. Also wie gesagt, das mit nochmal so mit vierdimensionalen Matrizen gemacht. Aber das ist eigentlich ganz schön. Ich zeige das auch gleich, wie ich das irgendwie letztendlich nachher gemacht habe. Hier werde ich gesagt, ist das eine Zentralprojektion oder nicht? Denn entsprechend habe ich eine Projektion programmiert dafür. Er sammelt diese gewandelten Punkte, diese neun Punkte in einer weiteren Tabelle, die ich hier oben leer angelegt habe. Dann dann zeichne ich die Linie immer von einem Punkt zum nächsten. Also hier sieht man irgendwie, das ist der Punkt und das hier ist im Prinzip der nächste Punkt und beim letzten Punkt zurück zum ersten. Also damit habe ich dann praktisch ein Polygon fertig, der ganzen Zug, der irgendwie einmal rundherum geht. Und hier sieht man schon das Set XY, das ist die normale Zeichenfunktion auf dem Canvas. Und dann sage ich am Schluss der Screen von meinem Canva, der Screen von Cursus wird hier gelöscht. Ich habe hier mit Erase und nicht mit Clear gearbeitet, sonst flackert das. Dann habe ich hier also praktisch den C-Frame irgendwie draufgebracht, habe gesagt, ich möchte den zentriert haben in einem Bildschirm, weil ansonsten macht das immer so, dass es gerade eben passt. Und hier kann man irgendwie den erweitern. Diese Erweiterung hat er ja auch nicht drin. Das habe ich irgendwie da neu reingemacht. Dann refreshe ich den Screen, zeige ihn an, lösche den Canvas und fange wieder, warte irgendwie für 50 Millisekunden sind das, glaube ich. Und dann fange ich wieder neu an zu zeichnen. Während er hier berechnet, bleibt er weiterhin angezeigt. Und das heißt, hier geht sozusagen nichts verloren, was die Geschwindigkeit. Also ich baue praktisch alles neu auf, bis dieser Refresh kommt und dann wird das erst gezeigt, was ich mache. Das heißt, bis zum letzten Moment ist, also es geht wirklich sehr, sehr fließend, das ganze Ding, wie man sieht. Hier die Tastaturabfrage, ob man Quit hat oder nicht. Jo, und das war's eigentlich schon. So, ich gehe hier noch einmal raus und wir gucken uns nochmal an, wie die beiden Libraries aussehen. Das eine ist die Drawville Library. Die habe ich auf dem Raspberry Pi auch in die entsprechenden Directories gepackt, sodass ihr sie auf jeden Fall finden könnt dort, falls ihr die rauskopieren wollt. Ich werde die auch nochmal auf GitHub packen, das ganze Projekt, aber erst wenn ich irgendwie ein bisschen weiter bin. Hier haben wir irgendwie im Prinzip, das ist die Routine, die ich dafür geschrieben habe. Das ist im Prinzip die. Ich habe hier oben ein Pixel definiert. Das ist praktisch diese Umrechnung zu Braille. Das ist alles. Das habe ich alles neu geschrieben. Das ist alles anders gemacht als R. Ich habe hier im Prinzip objektorientiert in Lua programmiert. Das kennt ihr noch nicht. Habe die Funktionen definiert für den Canvas. Also Clear, New, Set. Also das eigentliche Zeichnen. Ja. Dann haben wir irgendwie Unset, also praktisch ein Löschen von dem Punkt auf dem Canvas. Wir haben Toggle, das heißt ein Umdrehen von dem Punkt, auch immer schön mit RGB, das heißt, wir können die Farben setzen oder nicht. Und dann haben wir hier unten Set Text, das ist praktisch, um Text zu setzen. Wir haben hier den Frame, also praktisch das normale Aufsatz aus Drucken, also einfach ein String von. Den man dann irgendwie einfach irgendwo einfügen kann, sagen wir mal auf eine Webseite, das kann man auch zum Beispiel machen, man kann also 3D-Grafik auf die Webseite bringen damit. Hier haben wir C-Frame, das ist also praktisch, um es auf dem Terminal interaktiv zu machen, für ein Game zum Beispiel oder so. Die Line-Routine, das ist im Prinzip, um diese XY-Daten rauszukriegen. Auf dieselbe Art und Weise habe ich die Ellipse-Routine gemacht. Also hier sieht man übrigens zum Beispiel, das ist die Umsetzung des sogenannten Bresenham-Algorithmus. Der arbeitet ohne Multiplikationen oder Divisionen, sondern nur mit Additionen und deswegen ist er extrem schnell. Das hat er nicht gemacht.
Der Bresenham-Ellipse-Algorithmus genauso, das hat er auch nicht gemacht. Den Polygon-Algorithmus, da war ich ein bisschen faul. Hier habe ich irgendwie tatsächlich Multiplikationen drin, die natürlich etwas langsamer sind, und Sinus und Cosinus, so macht man eigentlich nicht, aber das war sowieso nur, das ist eine relativ nutzlose Routine, und ich habe gesagt, naja. So, hier kommen die Turtle-Routinen. Die Turtle-Routinen sind mehr oder weniger von. Und das ist irgendwie, ich habe das also übersetzt aus Python, weil das gibt's alles, das gab es alles nicht in der Lua-Variante, das habe ich alles neu gemacht. Den Reset, up, down, forward, back, das sind so die Sachen, move, right, left, das ist alles straightforward. Hier ein paar irgendwie zusätzliche Funktionen, um Farben zu bestimmen, da habe ich gar nicht reingeguckt groß. Das ist, also das erkläre ich jetzt gar nicht groß. Das ist irgendwie Pillepalle. Das ist auch nicht besonders gut gemacht, da war ich noch nicht dran. Die habe ich irgendwie mehr oder weniger einfach nur übernommen von dem anderen Typen. Das geht besser. Aber das ist alles nicht so schlimm, weil irgendwie ich irgendwie ziemlich zufrieden bin mit dem Ergebnis. Da die Optimierung kommt sowieso noch. Also da werde ich wahrscheinlich irgendwie vieles von diesem Zeug, was ich jetzt von Hand gemacht habe, das werde ich irgendwie durch Bibliotheken ersetzen, die dann irgendwie direkter laufen. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Point 3D Library an. Das ist irgendwie auch relativ einfach, wie ihr seht. Wieder der typische Lua-mäßige objektorientierte Start hier oben. Das ist eigentlich immer dasselbe. Point New, das heißt, hier werden die Punkte, dass man die irgendwie halt setzen kann. Rotate X, Rotate Y, Rotate Z, das ist alles irgendwie straightforward. Hier ist es immer Sinus, Cosinus, Umrechnung. Projektionsmatrize, Projektionen, also Zentralprojektionen, Berechnung aus der Multiplikator, die Viewing Distance und die Z-Distanz, die dann irgendwie letztendlich auf 1 reduziert wird. Also praktisch man projiziert einen dreidimensionalen Körper auf eine zweidimensionale Fläche, oder so praktisch wie, also wenn man Licht irgendwie dort auf diese Punkte drauf bringt und sie runter projiziert, das ist eigentlich alles. Und das war es eigentlich auch schon, also nicht so viel, da ist kein großes Geheimnis dabei. So, das ist das, und damit das irgendwie, damit wir sehen, dass es auch auf dem Pi funktioniert, gucken wir einmal uns kurz an, wie das denn irgendwie auf dem Pi ist. Dann seht ihr auch gleich, wo ich das abgelegt habe. Ich habe es abgelegt bei lua-draw-will. Da könnt ihr euch das rauskopieren oder so. Das sollte aber sowieso praktisch direkt, wenn ihr euch eine Kopie von den Examples macht. Also hier seht ihr die Libraries, die sind aber auch ins System verlinkt. Ich habe diese Libraries nach User local share lua 1, da sind sie dann drin, und da sieht man das Point 3D, und Drawville ist hier einfach eingelinkt mit dem Softlink. Also Softlink ist LNS von nach, und dann wird praktisch irgendwie, dann ist sie nicht die Datei dort, sondern ein Verweis auf diese Datei. Das ist ganz nice. So, wir gehen nochmal in die Examples rein. Hier ist dasselbe drin, und es funktioniert natürlich der Cube auch, allerdings dadurch, dass es jetzt über Netzwerk ist, ist es natürlich ein klein bisschen langsamer. Außerdem ist der Raspberry Pi natürlich ein klein bisschen langsamer. Ich weiß nicht, was jetzt der Grund dafür ist, dass es ein bisschen langsamer läuft, aber das geht aber immer noch. Man kann irgendwie immer noch 3D gamen damit. Also das würde durchaus gehen. Also zum Beispiel irgendwie ein einfaches, wir fahren irgendwie mit einem, dieses typische Tanks, das man irgendwie kennt, dass man irgendwie auf so einer dreidimensionalen Ebene fährt und man sieht irgendwo anders den anderen Tank und schießt auf ihn. Und solche kleinen Games kann man damit irgendwie prima programmieren, auf der Konsole, in Grafik, live. Ich finde das irgendwie ganz cool. Und ich hoffe, dass ihr das auch so seht, oder vielleicht irgendwie habt ihr da eine Idee, was man damit machen kann. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen, werde das noch ein bisschen optimieren, da wahrscheinlich C-Routinen für benutzen, um die noch ein bisschen schneller zu machen. Vor allen Dingen für den Raspberry Pi, wie auf diesem Rechner ist es eigentlich nicht nötig. Und vielleicht baue ich das sogar so. Also ich habe ja noch ein paar andere Routinen geschrieben, wie diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt hatte. Das war diese
Oh Gott, ja, das sind hier so ein paar Spielereien von mir, irgendwo. Wo war das letzte Projekt? Curses war es nicht. Greatest. Hanoi, genau. Ich hatte den. Nee, Hanoi war es nicht. Großes Problem. Wo ist denn das? Graphics? Wo ist denn das gewesen? Das war doch. Was? Ach, Maze? War das Maze 3? Maze 3? Ich glaube, das war Maze. Achso, das war, nee, das war so ein Maze-Algorithmus. Ah, Gott, was? Hanoi? Hanoi. Ah, okay, das ist die Lösung von Tim von Hanoi. Ne, weiß jetzt nicht mehr, was es war. Irgendwas hatte ich da nochmal. Greatest neu. Wo ist das Problem? Zero Table. Weiß der Himmel, was ich alles programmiert habe in letzter Zeit. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls sind hier irgendwie. Das ist zum Beispiel sowas wie das Game of Life, kann man damit machen. Einen Tannenbaum kann man programmieren. Das ist irgendwie so mal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt einen Weihnachtsbaum, irgendwie, den kann man auch größer machen. Ja, das ist irgendwie eine schöne Aufgabe. Die Aufgabe ist, schreibt so ein, macht so ein Programm, das so einen Weihnachtsbaum irgendwie herstellt, wo man dann irgendwie so einen Parameter angeben kann und er zeichnet einem einen Weihnachtsbaum in jeder beliebigen Größe. So, mit so einem kleinen Stamm unten dran. Dieser Stamm wird dann länger irgendwann bei mir. Also, ich habe das irgendwie so gemacht. Das ist irgendwie ganz hübsch, um mit Vorschleifen zu spielen. Das kann man irgendwie machen. Das kann ich irgendwie empfehlen. Und ich weiß nicht, wo. Was ist der Gray Test? Gray Test. Ne, da war irgendwas anderes. Achso, das war die Gray-Kodierung. Das ist noch eine andere Geschichte. Das Geburtstagsproblem ist ganz hübsch. Da könnt ihr mal irgendwie drüber nachdenken, wenn ich in eine Klasse komme und da sind Schüler, dann sage ich, ich wette mit euch und mit Tafelschokolade, mit jedem von euch, dass zwei Leute am selben Tag Geburtstag haben. Und dann könnt ihr ja sagen, okay, das Jahr hat 365 Tage, wir sind hier nur, keine Ahnung, 29 Schüler. Haben wir am selben Tag Geburtstag? Irgendwie gewinnt der Lehrer oder gewinnen wir? Die Chancen stehen eigentlich so, dass wir gewinnen, weil wir sind nur 30 und das Jahr hat 365 Tage. Müsste ja eigentlich ein Gewinner sein. Oh, sage ich, okay, ist angenommen. Und wir lassen das einmal durchlaufen. Und hier stehen die Gewinnchancen für mich, wenn bei so und so vielen Schülern. Und wie ihr seht, ist meine Gewinnchance schon bei 23 Schülern bei über 50%. Und bei 29 Schülern ist es bei 68%, dass ich gewinne, also bei fast 70%. Ja, das ist ganz hübsch gemacht. Das ist auch eine kleine Routine, die da ist. Könnt ihr euch irgendwie drüber mal selbst überlegen, wie ihr das Problem lösen würdet. Jo. Ach, Hilbert-Kurve war das, was ich irgendwie gemacht habe, glaube ich. Die Hilbert-Kurve. Ja, die Hilbert-Kurve war das. Da kann man nämlich irgendwie die, kann man zeichnen in, praktisch, das ist eine rekursive Kurve und die Hilbert-Kurve ist insofern ganz interessant, weil ich hier also eine Zeichenroutine gebastelt habe. Also die Hilbert-Kurve selbst ist relativ einfach, aber ich habe hier eine Zeichenroutine gebastelt in der Hilbert-Kurve, die solche Zeichen ist, praktisch mit diesen Unicode-Zeichen für grafische Zeichen. Ich hole mir nochmal die Unicode-Tabelle raus. Da gibt es mich praktisch auch für grafische Dinger, wo ist denn das? Graphics. Ah, ich glaube, es war da unten.
Es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viele Fonts, Keilschrift. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Zeichen, die man benutzen kann am Computer. Und ich habe leider nicht alle, aber zum Beispiel Spielkarten sind da, Schachfiguren, die sind hier irgendwie gerade nicht, irgendwie komischerweise sind die nicht implementiert bei mir, aber im Prinzip sind die auch da. Aber hier sind irgendwo grafische Zeichen. Helfen mir mal, wo ist das Grafische? Ich sehe das gerade nicht. Blockelemente. Da sind Blockelemente. Und geometrische Formen und hier Linienzeichner, da sind sie, genau. So, hier sieht man praktisch diese Linienelemente und die haben praktisch auch irgendwie, also praktisch so ein Linienelement ist entweder als UTF-8, als UTF-16 oder als UTF-32 darstellbar, das wäre ein UTF-32. Und UTF müsste man dann nachgucken, wie UTF genau funktioniert. Und damit habe ich irgendwie letztendlich gearbeitet, um das zu machen. Und kann praktisch hier so eine kleine Routine geschrieben. Und hier sieht man, dass wir hier dieser Draw-Algorithmus ist Forward, Minus ist nach links drehen, Plus ist nach rechts drehen. Dann haben wir einen Repeat, können wir machen. Und diese Hilbert-Kurve läuft nämlich so, dass ich hier einen String letztendlich habe, den ich abarbeite. Das ist ein, eigentlich ist das eine Turtle. Das ist eine Turtle-Grafik, was ich hier. Das ist eine Turtle-Grafik, die ich mit Linien gemacht habe. Ganz niedlich, kommt ihr vielleicht nochmal zu. Kann man mit rumspielen. Hilbert-Kurve kann man nachgucken. Ich weiß nicht, ob ich diese Maze, was ist das andere? Maze 2, was ist das? Achso, das sind zwei verschiedene Maze-Algorithmen, die ich irgendwie, also um die zu implementieren, das habe ich gemacht. Boah, ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Also diese Gray-Kodierung ist ganz nett. Damit kann man irgendwie, also für diese Hanoi-Geschichte war das so von wegen, wie schnell, wie kann man diese Türme von Hanoi möglichst effektiv lösen? Und wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie einen Turm von 5 Dingern, dann wird das von 6, dann wird das entsprechend länger. Das sind hier Anweisungen, also Schiebe von Turm 1 auf Turm 3. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe Scheiben auf drei Türmen. Sagen wir mal, ich habe drei Scheiben auf und ich habe drei Türme. Und ich will das von Turm 1 zu Turm 2 verschieben. Ich darf aber nie, also die liegen aufeinander und die werden immer kleiner, das ist ein Kinderspielzeug. Und wie kriege ich die rübergeschoben? Also, wenn es ein Dreierturm ist, dann sagt er, ich ziehe den obersten zu Turm 2, den von Turm 1 auf Turm 3, also die zweite Scheibe, die kleine Scheibe von Turm 2 auf Turm 3, dann als dritten Move, die Dreierscheibe, also die Größe von Turm 1 auf 2. Dann Turm ein, von dem dritten auf den ersten, den zweiten auf den dritten, den ersten auf den zweiten und dann haben wir irgendwie alle auf dem zweiten Turm. Und das ist sozusagen das Ding. Und die Routine dafür ist denkbar einfach. Die ist nicht lang. Das ist Rekursion. Das heißt, ich rufe das hier auf mit 1, 2, 3. Und die Rekursion sagt eigentlich, also ich habe hier irgendwie so und so viele Türme, also so und so viele Scheiben. Ich habe eine Quelle, Ziel, also Source, Destination und Via ist das praktisch irgendwie ein Hilfsturm. Und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Also ich weiß, wie ich irgendwie eine Scheibe verschiebe. Na, wenn ich irgendwie also eine Scheibe habe, dann könnte ich dann sage ich einfach von Quelle nach Ziel. Okay. Und damit ich eine Scheibe habe, muss ich alle anderen Scheiben, also n-1 Scheiben, von Source nach Via, also praktisch in den ganz rechten Turm verschieben. Und nehme Dest als, also praktisch eigentliches Ziel, als Hilfsturm, der dann irgendwie natürlich fertig ist. Da dieses n immer kleiner wird, irgendwann ist es nicht mehr größer als 0. Und dann bin ich fertig mit der Rekursion. Am Schluss, also ich schiebe meine eine Scheibe, schiebe ich von Source nach Destination. Und dann schiebe ich irgendwie alle Scheiben, die ich vorher verschoben habe, von dem temporären Turm ganz rechts in den Destination-Turm in der Mitte.
und nehme den Source-Turm als Hilfsmittel. Das heißt, das ist eigentlich alles. Verschiebe, also von wegen, ich kann das Problem nicht lösen, schiebe alle Scheiben, die momentan irgendwie das Problem verkomplizieren, irgendwie auf den Hilfsturm. Schiebe eine Scheibe rüber, schiebe alle vom Hilfsturm wieder zurück. So habe ich das Problem reduziert. Das ist Rekursion. Und da das Rekursion heißt, das war die Routine, sich Move, sich ständig selbst wieder neu aufruft. Okay. Hier hole ich mir nur die Argumente rüber, von wegen, wie viele Türme, also wie viele Scheiben habe ich auf den Türmen. Das ist alles, hier rufe ich ihn auf. Oh, mehr ist das nicht. Das ist, Hanoi ist echt einfach. Und wenn man Hanoi iterativ löst, dann wird das ein bisschen aufwendiger. Aber auch nicht viel aufwendiger. Kann man mal drüber nachdenken, wie man das macht. Es geht. Das ist nicht so, ist nicht gar nicht so schwer. Aber jo, ich denke, wir sind auch durch. Ich habe jetzt 35 Minuten gelabert, habe ich gar nicht gemerkt. Denke, das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal.